Ja, und nicht weit vom Hauptbahnhof, quasi um die Ecke, ist gerade große Premiere. Da gibt es den neuen Tatort Freddy tanzt, und zwar im Sendesaal des WDR-Funkhauses. Dort wurden auch einige Szenen gedreht. Und jetzt sind sie alle da, die beiden Hauptkommissare, Ballauf und Schenk, der Regisseur, viele Kollegen aus der Crew und auch noch echte Kommissare im Publikum. Mal gucken, was die denn von der Arbeit ihrer Tatortkollegen halten. Manuela Klein, live vor Ort. Sind denn schon alle da? Ja, ein Großteil, Mara. Also wenn man sich hier mal so umschaut, guckt euch das mal an. Also es ist wirklich schon gerappelt voll. Das sind hier vor allen Dingen größtenteils wirklich Lokalzeit-Zuschauer, die vergangene Woche Karten gewinnen konnten. Natürlich sind auch die beiden Kommissare da. Die werden hier hinter mir gerade eifrig interviewt. Da blitzt es immer, da sind die Kollegen von der Presse, die wollen sich das natürlich nicht entgehen lassen. Und diese Treppe, die Sie hier hinter mir sehen, die spielt auch im Film eine wichtige Rolle. Da sehen wir jetzt auch mal Ausschnitte. Da schreiten die beiden Kommissare gerade herunter mit der Cellistin. Und neben den Zuschauern, die hier heute sind, natürlich auch Schauspielern, sind sogar 20 echte Kölner Kommissare hierher gekommen, sind auch von der Lokalzeit eingeladen. Und einer darf da natürlich nicht fehlen, nämlich der Polizeipräsident höchstpersönlich, Wolfgang Albers. Da ist er jetzt. Herr Albers, guten Abend. Sagen Sie, sind Sie wirklich Tatort-Fan? Und wenn ja, warum? Ja, wirklich. Ich bin ein begeisterter Tatort-Fan. Sonntagabend, fester Termin und will nicht verhehlen, Ballauf und Schenk, ganz besondere Favorites, nicht nur, weil sie in Köln spielen, sondern weil natürlich das ganz besondere Typen sind. Und ich glaube, ein Krimi macht sich auch an Typen fest. Und das ist bei denen schon richtig gut. Machen die beiden denn so einen guten Job jetzt mal so aus ihrer Perspektive, oder gibt es da so ein bisschen Verbesserungspotenzial? Also da gibt es ja den Film 90 Minuten Tat aufklären, ist schon toll. Also das machen bei mir in der Behörde nicht alle, aber das eine, also auch die Realität ist richtig spannend, nur die beiden machen es auch noch mit Unterhaltung. Und ich glaube, die sind richtige Vollprofis, genauso wie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vollprofis sind. Herzlichen Dank und Ihnen Gerne. Jetzt viel Spaß bei der Premiere. Dankeschön. Ja, tschüss. Es geht gleich los. Um 20 Uhr ist tatsächlich Premierenbeginn. Und der Film selber mit dem Titel Freddy tanzt, da handelt es von einem Kölner Obdachlosen, der verprügelt wird und am Ende nicht nur an den Schlägen, sondern vor allen Dingen an der Ignoranz der Mitmenschen stirbt. Und bei mir jetzt die beiden Hauptkommissare Klaus-Jörg Behrendt und Dietmar Bär. Schönen guten Abend. Herr Bär, erstmal, wie aktuell ist denn das Thema des Films? Oh, das Thema ist, glaube ich, wie so viele Kriminalfälle der Tatort-Reihe immer sehr aktuell. Man kann es über dem großen Hausnummer Zivilcourage benennen, glaube ich. Und eine Spielart davon. Und Zivilcourage ist immer wichtig. Ob es jetzt, wie gesagt, in so einem merkwürdigen Haus, in dem die beiden Kommissare Ballauf und Schenk rumspringen ist, oder ob es halt in Städten an der Elbe ist, wo man sich anderen Menschen entgegenstellen muss. Also Zivilcourage ist gerade gefragt wie nie. Was war für Sie die, ich sag mal, intensivste Szene im ganzen Film persönlich? Oh, das ist ganz schwer zu sagen, weil der Film sich auseinandersetzt oder zusammensetzt, also mit ganz, ganz vielen Szenen, also die ich sehr intensiv finde. Aber da will ich jetzt dem Ganzen genau nicht vorgreifen. Würde den Raben sprengen, genau, wir dürfen nicht zu viel verraten. Aber sagen Sie, wir sehen im Film ganz viele Kölner Orte, die der Kölner natürlich auch wiedererkennt. Mhm. Gibt es für Sie persönlich so einen Lieblingsort, den Sie hier in Köln haben? Ja, erstmal der Westdeutsche Rundfunk. Ja, nein, natürlich muss man sagen, also ich finde ganz Köln ist ein Lieblingsort, wenn man jetzt... Ich sage mal, da, wo wir früher unsere Bude stehen hatten, die jetzt gerade nicht da ist, also da wird es ja umgebaut, also da hat man ein wunderbares Panorama auf die Stadt, also diesen Blick auf das Panorama. Also es gibt Rheinau-Auen, was soll ich sagen, ist alles schön. Herr Bär, wir sehen Sie in einer Szene tatsächlich tanzen, in der 77. Nein, Minute. Es ist wirklich der Fall. Ja, ja, aber wir sehen es ja nur ganz kurz. Mhm. Wo war's und wie war's? Ja, wir werden sich wundern, es war in einer Diskothek, man hat ja keine Fenster gehabt in dem Raum, in der Landeshauptstadt. Man ist ja flexibel beim Drehen, ja, ja. In der Landeshauptstadt haben wir das gedreht, diese Szene, weil eben dem Regisseur und dem Ausstatter genau diese Räumlichkeiten gut gefallen haben. Und das ist ein sehr befreiender Moment, glaube ich, für Alfred Schenk. Und dem Zuschauer wird sich das, glaube ich, dann bis dahin erschließen. Ich danke Ihnen sehr herzlich und jetzt viel Spaß bei der Premiere. Dankeschön. Ja, und hier im Funkhaus, da bin ich jetzt, gerade ist Einlass, hier wurden also auch Szenen gedreht und bei mir sind jetzt zwei Cellistinnen, nämlich Laura Sundermann und Laura Wieck. Sie sind die Schauspielerin, sie sind die echte Cellistin. Wie war das? Sie wurden ja gedoubelt, ne?
Ja, ich wurde gedoubelt, genau. Ja, das war toll. Sie war die Hände, ich war der Kopf und der Rest. Und man kann das teilweise kaum erkennen, weil sie sich im Film wirklich ähnlich sind. Sie haben mir gerade eben was dazu gesagt. Ja, genau. Die Maske hat also tatsächlich das Übrige getan und wir konnten uns teilweise selber kaum noch auseinanderhalten. Klasse, ich danke Ihnen sehr herzlich. Ihnen jetzt auch viel Spaß bei der Premiere. Es geht jeden Moment los. Ich sage, es lohnt sich. Schauen Sie sich den Tatort an am Sonntag, am 1. Februar in Ersten und das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Und damit zurück zu dir, Mara. Vielen lieben Dank, Manuela. Ich werde mir den Film auf jeden Fall auch anschauen.